Willkommen zurück zu einer neuen futuristischen Folge Plants vs. Zombies 2. Freut mich, dass du da draußen wieder durch die Zeit reist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Future Mans und Girls, die das letzte Video bewertet haben. Wenn ihr da draußen in der Gegenwart etwas Gutes tun wollt, dann lasst doch einfach eine Bewertung da oder schreibt gerne einen Kommentar. Wir machen weiter und die Leute haben mir auch die eine Pflanze erklärt, die ich in der letzten Folge bekommen habe. Diese komische Kristallpflanze, auf die muss man auch drücken. Ich mag keine Pflanzen, auf die man drücken muss. Egal, Halloween. Wir spielen weiter Halloween. Mal sehen, was diesmal auf uns zukommt. Bitte nicht zu viel drücken, okay? Oh, ein Zauberer. Oh nein, es gibt auch Zauberer-Zombies. Mhm. Was soll man denn dazu sagen, was wir hier haben? Naja, wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Jetzt erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen Sonnenenergie für uns gewinnen und freikitzeln. Und dann mache ich mir hier so einen Blubby. Und noch so einer. Komm schon, ich brauche den nächsten Blubby. Ich mochte die schon immer. Die waren schon immer cool. Oh Gott, hier geht's ganz schön rund. Hier geht's wirklich ganz schön rund. So. Ich brauche die Kohle. Ich brauche einfach die Kohle. Hättest du lieber mal den anderen geholt. Naja. Nun ist es eben nur mal so, wie es ist. Okay, wir brauchen eigentlich noch mehr Kohle. Wir brauchen den Money. Warum habe ich den jetzt hier platziert? Egal. What? Ah, ich wollte ihn gerade einfrieren. Gib mir hier noch einen. Gib mir hier noch sowas. Und ja, ich friere den hier ein. Zauber uns hier noch so eine hin. Wir brauchen ganz viele von denen. Schwupps. Das gefällt mir nicht. Oh, das gefällt mir nicht. Ich glaube, ich blitz einmal. Ich gebe ein bisschen Geld halt aus. Wir machen eh genug. Schwupps. Erstmal schön hier einen eingefroren. Und ich hau den ja mal weg und mach hier sowas. Nein. Nein, 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 nein. Oh, wäre ich nur schneller gewesen. Wäre ich nur ein wenig schneller gewesen. Flubby. Flubber sie weg, mein Freund. Noch ein. Er holt sich den da drüben. Nein, 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 der gefällt mir gar nicht. Ich muss ihn einfrieren. Oh Gott, die gehen hier durch. Wir kriegen es wirklich hin. Hier, friss die Sonnenblume. Boah, das wird eng. Das wird very tight. Einfrieren. Den hier einfrieren. Noch ein Blubby. Ja, das war's, hm? So, we did it. Kriege ich diesmal irgendwas? Habe ich diesmal Glück? Wir bekommen den Geist. Und den hier und, naja, 1500 Münzen. Oh nein! Ich bin immer so nah dran. Ich bin immer so unverschämt nah dran. Aber wir bekommen noch eine Pinata und 4000 Münzen. Na immerhin, Leute. Na immerhin haben wir ein bisschen Geld verdient. Immerhin haben wir ein bisschen Geld verdient. Warum lande ich eigentlich immer in dieser Welt? Wir sind hier. In der fernen, fernen Zukunft. Und wir können ganz kurz hier in den Shop reingehen. Denn es gibt zum Beispiel hier für ein wenig Edelstein gibt es auch hier ein bisschen was zum Mitnehmen. Und zwar einmal hier den Schattenpilz. Der bereit ist zum Entsperren und den Pustepilz, der auch bereit ist. Sind die denn wirklich bereit? Komm, wir machen noch eins auf. Der Schattenpilz ist auch Halloween? Okay. Die Friemel ist auch Halloween? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und der Geist, den wir leveln können. Die Geist Pepperoni. Ja, das sind also auf jeden Fall nette kleine Päckchen, die man sich hier noch holen kann, um eben
seine Halloween-Pflanzen zu verstärken. So, gehen wir nochmal ganz kurz hier hin. Und wo ist denn meine Geister-Pepperoni? So viele Pflanzen, ich blick schon gar nicht mehr durch. Warte mal. Den hier können wir auch leveln. Der kostet sogar gar nichts. Und wusch. Alter, der macht 60 Schaden. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Der Sporenpilz auf Karte ansehen. Geisterpepperoni. 2,5. Macht jetzt 40 Schaden und der Cooldown geht runter. Aber der Schattenpilz? Ah, guck mal hier. Okay. Keine Ahnung, wo man den Schattenpilz findet. Was ist denn das hier für ein Ding? Geil. Absolut geil. Aber das ist eine Eventpflanze, die kriegen wir jetzt eh nicht. Wahrscheinlich muss ich erst einige Welten anklicken, um alles zu sehen. Weil jetzt haben wir auch hier dieses Glas gesehen. Weil wir uns wahrscheinlich die Welt reingezogen haben dazu. Na gut, Tag 3. Wir wollen ja weitermachen. In der fernen Zukunft. Ja. Du hier fliegst raus, weil ich würde ganz gerne mal wieder irgendwas anderes spielen. Komm, nehmen wir dich mit. Mr. Punchy Punchy. Bum, bum. Bohne? Blume? Hier mal so eine hin. Und dann, ich bin ready. Ready for the fight. Danke. Irgendwie sind die Level viel schneller geworden. Irgendwie kloppen die voll viel raus. So, hauen wir mal hier hin. Zombie. Komm schon, ich brauche Geld. So. Als kleine zarte Unterstützung. Oh nein, 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 nein. Rette mich, Geist. Rette mich. Bam, bam, bam. Schön. So wird gespielt. Und wieder einen von denen hier. Und ein Geist. Ich brauche einfach erstmal wieder ein bisschen Energy. So sieht doch alles schon viel, viel besser aus, oder? Und dann direkt hier wieder ein bisschen. Okay, wir haben auf jeden Fall. So. Easy. Absolut easy. Und wir bekommen diese zarte, kleine Pflanze, die vielleicht keinen Schaden macht, aber doch ihren Nutzen hat, ihre Daseinsberechtigung. Und wir müssen Zombies einfrieren? Okay, wir haben, glaube ich, auch nur die Eismelone. Ich glaube, was anderes besitzen wir gar nicht, oder? Haben wir andere Frostpflanzen? Hagelzuckererbse wäre dann die Erbse, die einfriert. Du weißt doch, dass Sonnen manchmal Bomben sein können, oder? Das ist jetzt so ein manchmal. Moment. Überlebe den Niedergang der Sonnenbomben? What? Wir brauchen irgendwas Eisiges. Okay, alles was Sonnenenergie bringt, kann ich nicht mitnehmen. Das Ding ist halt sauteuer. Du bist billig. Einfrieren. So, gelevelt. Wir brauchen billige Sachen. Boah, 5000.
Die nehme ich jetzt zwar nicht mit, aber ganz schön teuer. Du kostest nix. Ich nehme das Billigste vom Billigsten mit. Vielleicht. Der hier wäre eigentlich auch ganz geil, weil er überall trifft. Wo ist denn mein Kohl hier drüben? Nun, versuchen wir es. Habe ich Energie? Nein. Aber wir haben Spikes. Moment. Die machen allen Schaden. Ah, okay. Aber sobald sie landen, sind sie cool. Warum ist die jetzt explodiert? Okay, die explodiert. Habe ich den hier nicht mit getroffen, leider. So, ist der hier weg? What? Wie habe ich den denn jetzt weggeholt? Das ist ganz schön crazy. Very crazy, my friend. Hier, bitteschön. Nochmal das Ganze hier. Damit haben wir auf jeden Fall sie erstmal im Griff. Irgendwie friere ich hier niemanden ein. I don't know. I don't like this. Okay, die haben keine Chance. Letzte Welle kommt. Ich muss doch Leute einfrieren, aber hier schwebt alles. Wir haben gewonnen, würde ich mal behaupten. Ich würde mal behaupten, wir haben gewonnen. Gib mir die Münze und er verschlingt hier noch meine Pflanze. Aber wir finden ein UFO-Gehirn. Was soll das sein? Auf jeden Fall irgendwas Hirnähnliches ist da drin. Mysterio. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist ein UFO. Ein unbekanntes Flughirn. Da drin befindet sich etwas Beängstigendes als ein Gehirn. Ja, was denn? Schrecken der Zukunft? Überlebe immer wildere Zombie-Attacken? Zeige in dieser Endloszone, was du drauf hast? Ah, ja. Ah, ja, die Endloszone. Jetzt schon. War das jetzt nicht eben erst Tag 4 oder so? Ist die Zukunft vielleicht sehr klein? Ist die Zukunft sehr kurz? Will uns das Spiel damit irgendetwas Tieferes sagen? Wie, genieße dein Leben, denn die Zukunft... Die kann ganz schnell vorbei sein. So, bitteschön. Schrecken der Zukunft. Okay. Kann ich jetzt hier über die Karte mal ein bisschen? 7, 8, 9, 10, 15, 16, 20. Nein, die Zukunft ist nicht sonderlich kurz. Aber auch nicht super lang. Oh, bei 8 gibt's einen Boss. Okay. Oh nein, irgendwelche Felder, die irgendwas machen, was ich nicht weiß und verstehe und... die Wintermelone. Oh ja, du kommst raus und wir nehmen dich hier mit. So. Was ist das hier? Oder das hier? Keine Ahnung. Was bringst du? Ich platziere eine Pflanze drauf. Und jetzt? The zombies are coming. Nun, nichts. Absolut gar nichts. Vergiss nicht, wir müssen Zombies einfrieren. Yay!
Sonnenenergie. Ich brauche unbedingt mal ein paar Sonnenpflanzen. Und wir die mal leveln. Okay, die schießen ja überall hin. Deswegen easy going. Und einmal hier noch. Ja, machen wir direkt nochmal. Hau ich mir einfach mal hier eine Melone hin. Schaden wird's ja nicht. Hier noch eine Melone hin. Alter, der hält aber eine Menge aus. Der Kunde. Okay, das rote Feld sieht eigentlich so aus, als wäre es was Negatives. Badabums! Melonenpower! Da werden sie alle erstmal schön schockgefroren. Riesige Zombiewelle und wusch. Okay, das ist alles schon mal schön geslowt. Und nächste Runde hier, zack, zack, zack. Und wir haben sie. Da können sie nichts mehr machen. Eine Pinata aus der Zukunft. Sieht schrecklich aus, ist aber wunderschön. Im Inneren. Friere 21 Zombies ein. Na also, es läuft doch, oder? Es läuft doch mal wieder. Schalte die... Was? Z-Rate frei? Z-Rate? Was ist die Z-Rate? Was haben wir hier? Die Feldrübe. Und... EMP. Und was ist die Z-Rate? Ist die Z-Rate die Orange? Direkt ins nächste Level. Bei deinen Freunden hast du freie Wahl, aber nicht bei diesen Pflanzen. Aber einige meiner besten Freunde sind Pflanzen. Oh Mann. Vorgegebene Pflanzen. Einfrieren wird wohl nicht drin sein. Sonnenblümchen. Och Mann, ich hätte mir jetzt gewünscht irgendwie... Naja, was bringen die Felder? Was bringen die? Ich versteh's doch nicht. I don't understand. Halt noch ein bisschen durch, Bro. Und putz. Alright. Haben die nicht mal 100 gekostet? Die Erbsen? Aber dann habe ich Ermäßigungen bekommen, weil ich sie gelevelt habe. Hupp. Aber hier hin. Spock. 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 Sie dürfen weiter spucken. Oh, nice. So. Oh nein, jetzt kommt hier so ein Ding. Was ist das? Schützt der die Zombies? Welchen Wirbel? Nee. Ich mach einfach mal den hier. Mal so einen hin. Und noch einen von denen. Die sind richtig geil, die Kollegen. Klopp, 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 klopp. Boah, die haben an der Nuss ganz schön rumgekaut. Bam, bam, bam. Boah, kommt hier viel. Woo! Bam, 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 bam. Boah, wie die durchdrehen. Ich konnte nicht eine Bohne bauen.
So, ich verstärke einfach mal hier meine Nuss. Da guckst du doof, hä? Mit so einer Hartnuss. Dann hier, zack. Mal hier einen hin. Hier unten schon ganz dumm geguckt, die Bohne. Nein, wir werden auf jeden Fall den Kram hier gewinnen. Wir kommen die niemals durch. Never! Oh, da waren ja gar keine mehr. Guck mal hier, die halten durch. Und zack. Stabil. Ich steck meinen ganzen Dünger einfach hier rein. Beste Idee in die Leben. So, haben wir den mal hier noch weg. Na gut, dann hau ich dich mal so weg und kassiere hier noch ein bisschen Bonus. Auch wenn wir es gar nicht mehr brauchen, weil wir eh ultimativ sind. Aber es war ein bisschen ein längeres Level, auch ein chilliges Level. Yo, wir haben sie. Dieses Ding hier, was 350 kostet. Wow. Wow. Schießt mit mächtigen Plasmakugeln. Und wir gehen zum alten Holz. Schalte das W-Blatt frei. Erstmal wieder ein bisschen Geld. Zwei. Leute, zwei vom W-Blatt. Das dauert und dauert und dauert. Und hier wieder ran. Ka-ching. Zwei hiervon. Zwei hiervon. Alles klar. Ein Level geht noch, oder? Eins machen wir noch. Habt ihr Bock drauf? Ich hoffe doch. Wir dürfen alles nehmen, was cool ist. Sehr gut. Dann nehmen wir... natürlich unsere ganz neue Pflanze mit. Wenn ich sie finde. Weil ich so viele Pflanzen habe. Oh Gott, wo ist sie denn? Ich habe mittlerweile echt keine Übersicht mehr. Hier! Verbessern, natürlich. Level DOS. Nochmal verbessern. Und sie ist ein bisschen billiger geworden, oder? War das nicht 350? Ja. Okay, Pflanzen werden auch billiger. Ein bisschen Billo muss sein. So. So. Ich hau mal eine. Obwohl, warte mal. Erstmal machen wir das hier. Und das hier. Dann habe ich schon wieder kein Geld mehr. Ups. Und nicht vergessen, wir müssen auch Zombies einfrieren, um eben die Aufgabe zu lösen. Hier, dich friere ich ein. Dich friere ich mal eben gekonnt ein. So. Oh nein, es kommt direkt einer von denen. Ich muss den unbedingt einfrieren. Weil sonst, ich habe ein Problem. Friert ihn ein. Oh, jetzt kommen noch die hier. Ich muss mir eigentlich einen von denen jetzt erstmal wiederholen. Oh, jetzt kommen die kleinen Rotzbongats. Oh, oh, der Kleine hier, der wird gerade ein bisschen mutig. Was mir nicht so gut gefällt. Alles gut. Ich hab's im Griff. Und komm schon. Entlade deinen Monsterschuss. Vamps. Geiles Ding. Alter, wir brauchen gerade hier den Super Juice.
Oh oh. Das war eben gerade irgendwie unnötig. Boah, das fegt aber auch durch. Schaut euch das an, wenn ihr da hinten schöne Welle von denen habt. Ich glaube, das ist ziemlich geil. Ah, ich wollte eben gerade schön alle einfrieren. Schade. Ich eben gerade schön ganzen Batzen wegfrieren kann. Und weggeholt. Geil, Mann. Und wir bekommen ein... Keine Ahnung, was soll das sein? Ein Tablet? Eine digitale Disk? Was ist das hier? Was bist du? Lüfte das Geheimnis. Noch 2 Level, dann bekommen wir direkt EMP. Also hier bekommt man echt coole Pflanzen sehr, sehr schnell. 404 Error. Brains not found. Please reload brains. Da steht, es ist ein Fehler aufgetreten. Kannst du herkommen und es reparieren, Penny? Hast du versucht, das Ding aus- und wieder einzustöpseln? Und... Hat nicht funktioniert. Anscheinend nicht. Nun, das war's schon wieder mit dieser Folge hier. What? Nein, in der nächsten. In der nächsten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!